Trading. Na, offiziell gibt es auch inoffizielle Jetzt, Webseiten. Frau Ludwig, müssen. Sie haben sich auf der offiziellen auf jeden Fall registriert. Okay, das Wir ist müssen gut. nach dem deutschen Gesetz arbeiten. Jawohl. Wir müssen nach dem deutschen Gesetz arbeiten und müssen daher auch eine Qualifikation machen. Einfach um sicherzugehen, dass Sie zum Beispiel volljährig sind, Frau Lutris, was Sie beruflich machen und am Ende das Einkommen. Und dann gehen wir auch schon zum nächsten Schritt, einfach mit persönlicher Angaben. Wir melden uns dann an, machen einen Fragebogen und am Ende die Einzahlung. Ein Frau Lutris, wie jung sind Sie? Ich bin 24. Genau, richtig. Das ist eine Frage. Sie sind 24. Mhm. Okay. Was machen Sie beruflich? Nochmal? Was machen Sie beruflich? Psychologie studiere ich. Psychologie. Mhm. Ein Einkommen monatlich, 1500. Haben Sie das ein bisschen mehr oder weniger? Locker. Ich möchte nicht in die Details, einfach nur wegen der Qualifikation. Weil wenn es drunter ist, kann ich Sie nicht qualifizieren für den Onlinehandel. Okay, na gut. Dann habe ich ja Glück gehabt. So, wie sind Sie auf uns gestoßen? Nochmal? Wie sind Sie auf unser Unternehmen gekommen? Haben Sie vielleicht eine Werbung gesehen mit dem Prominenten? Ja, wir haben doch gerade schon gesagt, auf der hochoffiziellen Werbeseite. Wie sind Sie auf uns gekommen? Ich dachte ja erst, es wäre okay, und was haben Sie da in dieser Werbung gesehen? Na, Geld verdienen wollte ich. Nein. Die ist offiziell. Wie... Okay, super. Sind Sie flexibel, was den Onlinehandel betrifft? Was heißt das? Haben Sie sich nur auf eine Sache fokussiert, was Sie dort in der Werbung zum Beispiel gesehen haben? Oder wollen Sie mit verschiedenen Finanzprodukten handeln? Nee, ich kenne mich da ja noch gar nicht so aus. Ich wollte mir da erstmal so einen Überblick verschaffen und dann wollte ich ein bisschen zocken. Das ist also Neuland für Sie. Total. Wenn das Neuland ist, ist gar nicht schlimm, Frau Lutris. Sie bekommen ja sowieso einen Fachexperten an Ihrer Seite, der Sie durch das Ganze begleiten wird. Das ist ja nett. So. Frau Lutris, ganz kurz noch. Mit wie viel haben Sie sich das Ganze eigentlich so vorgestellt? Mit wie viel würden Sie denn Ihr Handelskonto aktivieren? Ja, am liebsten heute noch. Ich habe jetzt dann frei. Ja, okay, heute okay. Ja, ist da kein Problem, aber mit wie viel würden Sie denn Ihr Handelskonto aktivieren? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Hallo? Hallo? Ja. Frau Lutris, Chris. Sie können das heute aktivieren, aber mit wie viel würden Sie Ihr Handelskonto aufladen? Sie meinen Geld? Oder was meinen Sie? Okay, mit wie viel wollen Sie das Handelskonto aufladen? Sie müssen ja einen Mindestbetrag von 250 Euro auf das Handelskonto einzahlen. Ach, geht so. Bis 5000 Euro. Mit wie viel würden Sie sich wohlfühlen? Also 5 klingt schon ganz gut, das war so mein Dreh. Ich habe ein bisschen was geerbt und habe gedacht, ich zocke ein bisschen, der Hoffnung, dass es mehr wird. 5000. Okay. 5.000 Euro. Okay, dann werde ich das kurz mit meinem Manager absprechen. Ja. Und ich werde dann gucken, ob Sie dafür qualifiziert sind. Wir lassen das Ganze mal kurz durchs System. Ich bin sofort wieder bei Ihnen. Ja, ich warte. Danke. Hallo, schönen guten Tag, alle Männer, mein Name, grüß Sie. Guten Abend. Abend, mit wem spreche ich? Nochmal bitte, wer ist denn da? Alan Bender ist mein Name, ich bin der Manager. Sie haben gerade mit einem Kundenberater von mir gesprochen und ich spreche mit wem? Wo ist er denn jetzt hin, der Mann? Das ist der Kundenberater und ich bin der Manager hier. Ja, aber warum ist denn der jetzt weg? Jetzt weitergeleitet. Das war so freundlich mit dem. Es war so freundlich. Ja. Guter Mann, ne? Würde ich sagen, okay. Soweit ich Wo das sind Sie denn mit dem stehen kann. Geblieben?
Der hat mich gefragt, wie viel ich da einsetzen wollte. Ja. Und dann hat er mich weitergegeben. Okay, und wie viel wollen Sie einsetzen? Also ich war jetzt bei ihm am Punkt, dass ich gesagt habe, ich würde gerne mal mit 5 anfangen. Ich wollte ein bisschen zocken. Mit was denn zocken? Naja, bei Ihnen da. Oh, coole Musik. Frau Lutris. Ja. Sie sind ja die Frau Lutris, oder? Ja, Lutris. Okay. Okay, gut. Für was haben Sie sich denn registriert bei uns auf der Werbeseite? Ja, zum Geld verdienen. Der konnte mir aber auch nicht sagen, wie viel man bei Ihnen so ungefähr verdienen kann. Das wär auch noch ganz interessant. Ja gut, das kann man ja nicht voraussehen. Das ist ein Aktienmarkt, der bewegt sich jede Sekunde. Man kann ja nicht voraussehen, was Sie da verdienen. Ja, nein, dass das nicht auf einen Cent genau geht, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber es gibt ja, sagen wir mal, man hat x Kunden und die machen im Durchschnitt das und das, dass man da, sagen wir mal, so einen Referenzwert hat. Oder gibt's das nicht? Okay, und was heißt denn 5? 50 Euro, 500? Nee, 5.000. 5 Millionen, was ist 5? Wenn ich 5 Millionen hätte, würde ich nicht selber ans Telefon gehen. 5.000 wollen Sie anfangen? Ja. Wenn das geht. Da haben Sie auch recht. Ja, das ist der Maximaleinsatz. Haben Sie denn vorher schon mal was gemacht mit Aktien oder im Bereich Onlinehandel was? Nee, noch gar nicht. Aber das klang so vertrauenserweckend gerade. Da habe ich gedacht, das kann ja nicht schief gehen. Vertrauenserweckend, okay? Ja. Ja gut, das ist nur das erste Mal, dass jemand das zum allerersten Mal macht und dann direkt mit dem Maximaleinsatz einsteigen kann. Oh, ich habe fett deswegen geerbt, ich kann mir das leisten. Komisch, wenn ich mal so... Ja, Sie haben fett geerbt. Okay, und was sind denn Ihre Vorstellungen in der ganzen Sache? Na, wie Geld verdienen. Wie ernst kann man sie da nehmen? Hallo? Okay, oder kann man sie auch ernst nehmen? Wie meinen Sie? Naja, außer, dass ich halt noch keine Erfahrung da drin habe. Da bin ich jetzt halt so ein bisschen drauf angewiesen, dass Sie mir da auch was Vernünftiges an die Hand geben. Gut, natürlich, das Unternehmen EuroPerfix ist ja sehr anfängerfreundlich. Sie bekommen ja dort einen Fachexperten, der Ihnen als rechte Hand quasi zur Seite steht. Klasse. Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Da werden Sie ja erstmal rangetastet. Man wirft Sie ja nicht ins kalte Wasser, erst recht nicht mit 5.000 Euro. Das ist klasse. Okay, Frau Lutris, sind Sie denn spezifisch nur auf Bitcoin fokussiert oder sind Sie da eher flexibel? Sind Sie so ein offener Mensch oder? Ich bin ziemlich offen. Also ich sag mal, diese Bitcoin-Geschichte finde ich halt schon total interessant, aber da gibt's ja jetzt nicht nur den Bitcoin selber, da gibt's ja noch ganz viele andere Sachen. Also so andere Krypto-Dingstars. Ja, natürlich. Deswegen, ich frage ja deswegen, ob Sie jetzt nur an Bitcoin Interesse haben oder sind Sie da eher offen und flexibel, dass Sie auch andere Sachen interessieren könnten im Laufe der Zeit? Also das kann auch gern was anderes sein, wenn es da gerade irgendwas gibt, wo der Experte dann sagt, das ist total, total gewinnträchtig, weil da, keine Ahnung, irgendwas auf den Markt kommt oder dieses und jenes passieren wird, dann ist mir das egal, ob da ein B drauf ist. Es gibt ja auch dieses eine Ding mit dem Hund, das finde ich auch total süß, oder ob da ein Schwein drauf ist. Hauptsache, die Kohle stimmt am Ende. Okay, gut. Alles klar. Dann machen wir es so, Frau Lutris, ich gebe Ihnen wieder Ihren Kundenberater, dann können Sie die ganze Prozedur mit ihm gemeinsam zu Ende führen. Klasse. Am Ende können Sie dann Ihr Handelskonto aktivieren und da wir jetzt schon 6:30 haben, können wir den Termin für den Fachexperten erst morgen einrichten lassen, weil die haben jetzt in einer halben Stunde Feierabend. Ab wann arbeiten die denn? Weil wir fahren morgen in Urlaub. Sie sind von 11 Uhr vormittags bis 19 Uhr abends da. Wenn wir das in, sagen wir mal, 10 Minuten hinkriegen, dann könnten wir den Termin noch für heute hinkriegen. Ich muss auch noch packen, das muss jetzt kein Stress werden. Minuten. Ne? Wie meinen Sie, kein Stress werden? Ne, ich muss heute auch noch packen und alles und früh ins Bett. Ja, wie meinen Sie das? Dass das heute nicht mehr auf Zwang passieren muss, möchte ich damit sagen. Okay, ach so, ja, das war ja nur für Sie. Wenn das heute nicht auf Zwang passieren muss, ist es kein Problem. Sie sind von Montag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr da. Klasse. Wir können das auch morgen einrichten lassen.
oder am Montag, das ist Ihre Entscheidung dann im Endeffekt. Alles klar, ich gebe Ihnen wieder den Kundenberater, dann können Sie das mit ihm machen, okay? Super! Jo! Hallo? Hey! Hallo! So, Frau Ludwig. Ach, da ist er ja wieder. Der Herr Brandt nochmal am Apparat. Ja, hallo. Jawohl. Ich war gerade ganz verwundert, Frau Ludwig, dass da plötzlich der Chef am Telefon Sie war. Wissen Sie, bei sowas muss ich Sie direkt an meinen Manager weiterleiten, weil es kommt sehr selten vor, dass jemand, der das erste Mal macht, 5.000 Euro einzahlen möchte. Und deswegen habe ich das direkt an meinen Manager mal kurz weitergeleitet, um zu sehen, wie ernst wir da... Genau. So, Frau Ludwig, mit was arbeiten Sie gerade? Ich hab da noch gar Laptop, nichts mit... Tablet? Ach so, ja, mit dem Computer. Mit dem Computer? Mhm. Ich werde Ihnen dann jetzt im Anschluss, werde ich Ihnen 3 E-Mails von Eurofix zuschicken. Ganz kurz. 3 Stück? Okay, dann ganz kurz. Ich werde Ihnen jetzt 3 E-Mails zuschicken lassen von Eurofix. So, haben Sie die bekommen? Haben Sie nicht vorhin einen anderen Firmennamen genannt? Genau, ich habe Ihnen unseren Firmennamen genannt, Trading Academy. Und jetzt nenne ich Ihnen den Namen der Firma, mit der ich Sie verbinde. Das ist Eurofix, das habe ich Ihnen ja gesagt. Also irgendwie blicke ich da nicht durch. Also Sie holen da quasi die Leute ran und verteilen die dann auf die Firmen, oder wie muss ich das verstehen? Nein. Wir verteilen sie nicht an die Firmen, wir verteilen sie an sichere Unternehmen. Weil unsere Aufgabe ist es, sie vor schwarzen Schafen zu schützen. Und deshalb, wir sind eines der größten Unternehmen europaweit verteilt. Wir bekommen Anrufe aus der ganzen Welt. Afghanistan, Zypern, Angola. In Afghanistan gibt es Telefon. Von überall bekommen wir Anrufe. In Afghanistan gibt es Telefon, ja. Krass. Überall auf der Welt gibt es jetzt Telefone. Okay. So, unsere Aufgabe ist es, Sie als Kunden, weil Sie ja Geld investieren möchten. Ja. Unsere Aufgabe ist es, Sie deshalb mit einem seriösen Unternehmen zu verbinden, was registriert, lizenziert und auch eine Registrierung von der BaFin nachweisen kann. Und das kann die Firma Eurofix aus Berlin alles nachweisen. Achso, das heißt, möchte ich Sie jetzt, das heißt, weil, ich handle Sie, gar nicht mit Ihnen, sondern mit den Berlinern da. Genau richtig. Und wo verdient Ihre Firma Geld? Wovon leben Sie? Wissen Sie, ich bin kein Manager in diesem Bereich, kenne ich mich da gar nicht aus. Wie viel wir da jetzt verdienen, das machen ja die Manager, das machen die Chefs. Ich mache nur die Arbeit nach meinem Lohn. Ich bin Kundenberater, ich verbinde Sie. Was die da geschäftlich miteinander zu tun haben, wie die ihre Provisionen bekommen, das weiß ich nicht. Und das möchte ich auch gar nicht wissen. Ach, das läuft auf Provision. Ich wollte gerade sagen, Sie verdienen wissen ja kein Sie, Geld damit, wenn Sie mich darüber schicken. Also so funktioniert das. Ne, okay. Nein. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, Frau Ludwig, ob Sie jetzt 250 Euro einzahlen, 5.000 Euro, 5 Millionen Euro, ich als Kundenberater verdiene da gar nichts. Auch wenn ich mal 5 Millionen hätte. Ich bin nur da meine Arbeit zu... Ich sag's Ihnen ja nur. Ja, ich sag's Ihnen nur, wie das ist eine Sache. Ich höre das. Bloß muss ich meinen Job wirklich ernst nehmen, weil immerhin die Kunden investieren hier Geld und keine Bonbons. Und deshalb bin ich da immer ernst bei der Sache. Bonbons. Ich mache das alles so, wie es vorgeschrieben ist. Wir müssen nach dem neuen deutschen Gesetz arbeiten und das muss man ernst nehmen. Klasse. So, jetzt kommen wir zum Punkt, Frau Ludwig. Ich werde Ihnen dann jetzt die E-Mails, haben Sie die bekommen? Ich habe noch gar nicht geguckt, wir haben so schön gesprochen. Wir werden sowieso noch ein paar Minuten zusammen sein, Frau Ludwig. Klasse. Dann können wir bis zum Ende, können wir auf jeden Fall noch quatschen. Ist das nicht total teuer, wenn Sie von Belgrad anrufen? Bitte? Sie haben doch gesagt, Sie sind in Belgrad, das ist doch total teuer, von da anzurufen, oder? Richtig, wir... Ja, Frau Ludwig, wissen Sie, das sind alles so Sachen, mit diesen Sachen habe ich nichts zu tun. Ob wir jetzt aus Belgrad anrufen oder die Kollegen aus Österreich oder so und wie viel die dafür einen Anruf bezahlen müssen, das habe ich gar nicht im Kopf. Meine Aufgabe ist es, Sie zu einem
seriösen Unternehmen zu verbinden, zu einem sicheren Unternehmen und nach dem deutschen Gesetz zu arbeiten. Klasse. Super. Das freut mich besonders. Haben Sie jetzt den Posteingang? Ach ja, ich wollte ja in die E-Mails reingucken. Da ist gar nichts. Also zumindest nichts. Noch nichts. Nee, nur von Amazon. Haben Sie WLAN-Verbindung? Nee, Computer ist am LAN-Kabel. Ach, Sie sind da am Computer, entschuldigen Sie. Deswegen, okay. Ich hab gedacht, Sie machen das auch vielleicht direkt über das Handy. Nein. Okay, Sie sind am Computer. Das ist übersichtlicher am Computer und da hat man halt nicht das Problem, dass das WLAN-Kabel dann plötzlich genau, nicht funktioniert. Genau, richtig. Nur, okay, dann haben wir uns nur vorhin nicht richtig verstanden, tut mir leid. Die E-Mails müssten jetzt bei Ihnen eingegangen sein. Ich werde das prüfen. Sagen Sie mir bitte Bescheid, wann die E-Mails angekommen sind. Ja. Ich meine, von Belgrad bis hierher dauert das ja bestimmt auch. Okay, jetzt auch einen klicken Moment. Sie bitte. Nö, eigentlich. Das kann natürlich ab und zu ein bisschen länger dauern. Kommt immer drauf an, mit was der Kunde arbeitet. So, die E-Mails sind jetzt eingegangen, oder, Frau Ludwig? Nee, bei mir noch nicht. Wie gesagt, das dauert bestimmt ein immer bisschen. Noch nicht. Okay, da, jetzt doch. Vergleichen wir kurz die E-Mail-Adresse. Doch. Genau. Sie klicken bitte einmal auf die E-Mail, die lautet herzlich willkommen bei EuropeFix. Mhm. Na, bitte einmal draufklicken. Ja. So, jetzt sehen Sie Benutzername, E-Mail. Wer redet denn da im Hintergrund? Ich höre die ganze Zeit noch jemanden reden. Das bringt mich total durcheinander. Das ist mein Kollege, der Kollege Hetz. Und dann habe ich noch den Herr Kollegen Masvidal und den Kollegen Bender hier neben mir. Und Musik ist auch noch am Laufen. Stört ja, Sie die Musik? Das hört sich so an, als ob die alle bei Ihnen auf dem Schoß sitzen. Ich kann genau hören, was die sagen. Sie können genau hören, was der Herr Hetz sagt, okay? Ist doch nicht schlimm. Der Herr Hetz muss auch seine Arbeit machen. Ja, aber das lenkt ab. Ich denke immer, der redet mit mir oder Sie mit ihm oder... Ah. Nochmal bitte. Okay. Und das stört Sie, das lenkt Sie jetzt ab, oder? Ne, es ist einfach nicht schön, so zu arbeiten. Wie wollen Sie denn arbeiten, Frau Lutris? Ja, so dass man sein Gegenüber am Telefon... Soll ich zu Ihnen nach Hause kommen, oder wie... Naja, vernünftiges Headset wäre eine Lösung. Aber ich kann doch meinem Kollegen... mein Headset ist ordentlich. Welche Firma haben Sie denn beim Headset? Soll ich Sie mal... ich leite Sie mal an die Kollegin Hoffer. Vielleicht kommen Sie mit der Frau Hoffer ein bisschen besser klar. Ah, ich komme super klar mit Ihnen. Mich stört nur die Hintergrundgeräusche. Sie wie auf der Autobahn. Okay, aber die kann ich leider jetzt nicht ausmachen. Die kann ich leider nicht ausmachen, die Hintergrund. Ist es vielleicht jetzt besser? Ja, ein bisschen besser, danke. Jetzt ist es besser, okay. Mhm. Frau Lutris, haben Sie auf die Willkommens-E-Mail draufgedrückt? Ja, da steht Benutzername und so. Und da sind... Genau, Benutzername... Und rechts daneben steht Passwort, oder? Ja, ne, da drunter. Oder da drunter. Ja. So, Sie bitte, Sie wählen das Passwort einmal markieren das Passwort. Und unter dem Passwort ist ein Zugangslink. Da bitte einmal draufdrücken und dann melden wir uns gleich auf der offiziellen Seite von EuropeFix an. Sie auch? Nee, ich nicht, also mit Ihnen zusammen. Ach so. Ich werde die technischen Schritte mit Ihnen gemeinsam durchgehen, damit ich Ihnen einfach vielleicht ein bisschen helfe, wenn Sie irgendwann nicht klarkommen bei irgendwas. Nun gut. Jetzt ist diese Kiste schon wieder so langsam. Kleinen Moment mal. Welche Kiste? Der Computer? Ich habe vor ein paar Tagen so ein scheiß Virus gehabt, seitdem ist das Ding total langsam. Okay. Okay. Haben Sie es jetzt? Das auf den Sack. Ja, ich arbeite dran. Also einfach das Passwort bitte einmal markieren unter dem Passwort Zugangslink und dann mit dem Passwort. Zeigt mir gerade Verbindung nicht möglich. Okay. Haben Sie?
Dann liegt es wahrscheinlich an Ihrem Internet. Ja, sage ich doch gerade. Dass das gerade nicht so läuft, okay, wie ich das möchte. Mann. Okay. Na, jetzt scheint das zu klappen. Super. Ach, ist immer noch total langsam. Ja, ich tue mein Bestes. Kein Problem. Ja, alles klar. Wird zwar ein bisschen länger dauern, aber die Zeit, die nehme ich mir für Sie. Das ist toll. Super. Was sehen Sie jetzt vor sich, Frau Lutzes? Den Einlog-Bildschirm. Mal gucken. Haben Sie denn das Passwort schon eingegeben? Ja, ich habe das eingeführt. Das hat auch geklappt. Da steht jetzt, um mit Ihrer okay, Einzahlung und dann bitte einmal auf anmelden zu können, geben Sie bitte Ihre Informationen ein. Ja, welche denn? Genau, richtig. Genau, persönliche Angaben. Ist ja ganz normal. Name, wie bei der Bank auch. Wie wenn Sie bei der Bank ein Konto aufmachen, genauso läuft hier auch. Also soll ich geben Sie einfach den Namen ein. Also soll ich auf Fortfahren drücken, ja? Nein, nein, wir müssen jetzt erstmal persönliche Angaben machen. Das Einzige, steht da was jetzt ich da, Name? Da steht Einzahlen. Um mit Ihrer Einzahlung fortfahren zu können, geben Sie bitte Ihre Informationen ein. Das Einzige, was ich machen kann, ist das Fenster wegdrücken oder auf Fortfahren zu klicken. Was soll ich denn machen davon? Drücken Sie bitte auf Fortfahren. Ja. Persönliche Angaben. Jetzt kommt das. Und jetzt müsste da stehen... Super, super, super. Klasse. Sehen Sie, Sie können das schon ganz alleine ganz gut. Super. Jetzt geben Sie ganz normal persönliche Angaben ein. Ja. Reisepassnummer wollen die haben. Zweiten Namen können Sie freilassen, bitte. Jetzt, ist alles nein. Schon im Koffer. Nein, nein, Frau Lutzes. Das machen wir jetzt gemeinsam. Führerschein? Frau Lutzes, das machen wir alles gemeinsam. Reisepass und Führerschein fügen Sie die 1, 2, 3, 4 ein. Das ist eine Freischaltnummer. Das machen Sie nachher sowieso mit der Compliance. Mit wem? Genau. Die Compliance wird sich ja nochmal bei. Die Compliance. Das ist eine Abteilung, die Sie anrufen wird, um Ihre Identität zu bestätigen, Sie zu verifizieren. Mit meinem Ausweis oder Reisepass. Genau, richtig. Klasse. Haben Sie die 1, 2, 3 eingefügt? Ja. Super. Und dann, da unten ist ja wieder Ihr persönlicher Bereich, die persönlichen Angaben, einfach nur nichts freilassen, weil das ist wirklich ganz wichtig, sonst kommen wir nicht auf die nächste Seite. Okay. Ganz unten, wenn Sie dann alles ausgefüllt haben, sehen Sie ja noch die AGBs, die müssen Sie bestätigen mit einem Häkchen und dann auf Aktualisieren. Okay. Wenn Sie das gemacht haben, sagen Sie mir nur kurz Bescheid, geben mir ein Signal, damit ich weiß, wo wir sind. Was für ein Signal sollen wir denn nehmen? Reicht ein einfaches Tröten? Nein, Sie... Sie können tröten, blasen, wie Sie wollen. Sagen Sie mir einfach Bescheid. Okay, ich nehme Sie beim Wort. Okay, alles klar. So, was sehen Sie jetzt? Ne, ich habe das alles ausgefüllt. Altschauerberg 8, 91448 Imskirchen. Brauchen Sie gar nicht ins Telefon sagen, das sind ja Ihre persönlichen Angaben. Oder darunter, unter der Adresse, sehen Sie jetzt noch die AGBs, da bitte einmal ein Häkchen. Ja, sollen wir die jetzt lesen zusammen? Und dann auf Aktualisieren. Oh Gott, ist das viel. Das sind 62 Seiten. 56. Also ich habe meine Brille jetzt nicht da. Da müssten Sie dann bitte einmal zusammenfassend vortragen. Frau Lutrich, das ist ganz normal die Rechtsbestimmung. Das sind 62 Seiten. Da können wir das einfach ein bisschen einfach auf aktualisieren und dann kommen wir schon zum Fragegebogen. Oh, da ist bei mir ich aber was nicht richtig. Ich denke nicht, dass Sie jetzt 62 Seiten lesen. Ich habe nur 56 Seiten bei mir, dann ist da irgendwas nicht richtig.
Ich sag ja, ich weiß nicht, wie viel Seiten das genau hat, aber so um die 60 Seiten habe ich mir gedacht, hat das. Deswegen, das ist ganz normal die Rechtsbestimmung, die AGBs. Wir müssen ja nach dem deutschen Gesetz arbeiten und das, was da drin steht, ist alles nach dem deutschen Gesetz. Und deshalb einfach auf ein Häkchen und aktualisieren. Jetzt muss ich noch mal fragen, da steht Maxiflex Limited drin. Sie haben ja einen ganz anderen Namen genannt und Limited ist ja auch nicht die belgradische Firmenbezeichnung, sondern eher britisch. Wo steht das drin? Naja, bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen, ganz oben. Maxiflex Limited, da? Nachfolgend Unternehmen genannt. Maxiflex Limited. Keine Ahnung, was das ist. Das sind die AGBs der Firma Trading Academy und der Firma Europe Fix. Nee, da steht Maxiflex Limited. Ich bin auf der Seite drauf und ich habe da drauf gedrückt, weil ich das angucken wollte. Da sind da ja falsche Dokumente hinterlegt. Wo sind sie? Wer hat denn falsche Dokumente hinterlegt? Naja, wenn das nicht ihr Firmenname ist, da stehen da ja die Sachen von anderen Firmen drin. Wissen Sie, Frau Lutrich, ist doch gar kein Problem. Für die rechtlichen Sachen ist ja der Herr Bender da. Ich werde Sie jetzt nochmal an den Herrn Bender leiten. Der wird Ihnen die rechtlichen Sachen erklären, ja. Frau Lutrich. Weil okay. Der hat dazu auch eine Ausbildung und der wird Ihnen das erklären. Eine Herr Bender? Ja, hallo, schönen guten Tag, Frau Lutrich. Hallo. Ja, ich bin hier gerade über was ganz Komisches gestolpert. Ich sollte hier die allgemeinen Geschäftsbedingungen anklicken. Dann habe ich da mal drauf geguckt. Da steht, die Vereinbarung begründet und regelt alle Beziehungen zwischen der Maxiflex Limited und dem Kunden. Aber Sie haben doch einen ganz anderen Firmennamen. Da ist irgendwas Maxiflex nicht richtig. Maxiflex Limited ist der Name von Europe FX. Das ist aber komisch, die haben doch gesagt, die sitzen in Berlin. Limited ist ja britisch. Limited ist britisch? Ja. Wieso ist Limited britisch? Was ist englisches Wort ist? Limited ist eine britische Firmenbezeichnung, ja, wie das bei britisch? Uns GmbH ist. Ja, Europe FX ist ja auch ein englischer Name. Trotzdem ist es ein deutsches Unternehmen. Ja, dann müsste das ja aber GmbH sein und nicht Limited. Es ist aber keine GmbH. Eine GmbH ist es nur, wenn es in Deutschland tätig ist. Europe FX ist aber ein europaweiter Konzern. Sie haben gesagt, die sind in Berlin. Ein Berliner Unternehmen. Es ist ein deutsches Unternehmen, es ist aber europaweit tätig. Deren Zentrale ist in Berlin. Ja, aber wenn ich in Deutschland ein Unternehmen habe, dann kann ich das doch nicht mit einer britischen Rechtsform gründen. Dann muss ich doch eine deutsche Rechtsform dafür haben. Ja, hat es ja bei der BaFin. Und die britische Rechtsform ist von der SAISEC, weil die europaweit reguliert sind. Es ist nur eine Registration bei der BaFin. Regulierung müssen sie aber über ganz Europa haben und die sind dann halt auf Englisch. Ja, weil wenn das Unternehmen in Deutschland registriert ist, dann gibt es ja eine Handelsregisternummer und eine Handelsregisternummer kann keine britische Limited haben, sondern wenn dann eine deutsche GmbH, eine KKG oder ein eingetragener Kaufmann und dergleichen. Gucken Sie mal, Frau Lutrich, Frau Lutrich. Frau Lutrich. Frau Lutrich, wenn Sie möchten, kann ich Ihnen einfach die Homepage kurz zusenden auf Ihre E-Mail-Adresse, da haben Sie die Lizenz- und Regulierungsbedingungen. Da können Sie das am besten schwarz auf weiß vor Augen sehen und sich das kurz durchlesen. Es dauert ein paar Minuten, da können Sie sich selber damit absichern, wenn Ihnen das viel einfacher fällt. Vielleicht. Ich habe es zwar nicht ganz verstanden, aber wenn das die Lösung des Problems ist. Ja, muss ja die Lösung des Problems sein, weil wenn Sie es selber lesen und selber sehen, dann verstehen Sie es vielleicht etwas besser, als wenn wir jetzt hin und her die ganze Zeit rumdiskutieren, weil wir kommen nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Oh, jetzt habe ich gerade, weil ich mal gucken wollte, habe ich Maxiflex Limited einfach mal bei Google eingegeben. Ja. Jetzt bin ich hier auf, gibt es hier eine Seite vom Deutschen Anwaltsverein, der warnt vor der Seite, die sei unseriös. Und die sitzen wohl auch in Zypern und okay, nicht in und weiter? Berlin. Die Bank sitzt in Zypern, ja. Das Unternehmen nicht. Nee, hier steht was anderes.
Europe FX Zypern, Limassol, Agios Athanasios, 4102. Wollt ihr mich verarschen? Ja, da ist die Bank. Schreiben Sie doch einfach mal auf Google Europe FX Berlin, dann sehen Sie es doch selber. Wollen Sie mich verarschen? Ja, ich bin hier gerade auf der Seite. Wollen mir keinen Quatsch zu erzählen, ich arbeite mit dem Unternehmen ein paar Jahre. Ja, wirklich? Ja, dann googeln Sie das auch mal. Reden Sie mal einen ordentlichen Ton mit mir, junger wirklich. Mann. Hast du heute schlecht gekackt, junger oder Mann, was hast du? Ich bin viel älter als Sie, junge Frau. Hast du schlechte Laune? Dann lass die nicht an mir aus. Nimm deine Sklaven dafür und schlag die. Nein, ich hab keine. Nein, das mache ich nicht. Ich lebe nicht im 18. Jahrhundert. Naja, so wie du mit Frauen redest, scheint das aber so zu sein. Immer ein bisschen Respekt. Knie nieder vor deinem Gott. Ja gut, ich sage... ja, okay, okay. Das können Sie auch mal googeln. Was denn? Knie nieder vor deinem Gott? Soll ich das googeln? Nein, das, was ich Ihnen gesagt habe. Was denn? Europe FX Berlin sollen Sie googeln. Europe FX Berlin. Okay, mache ich. Ja. Anzeige von Europe FX betrogen? Fragezeichen. Holen Sie sich Ihr Geld zurück. Wir sind auf die Wiedererlangung verlorener Gelder aus Europe FX Betrug spezialisiert. Das erste, was kommt bei Google. Habt ihr ja tolle Geschäftspartner. Okay, und weiter. Was soll ich machen? Es gibt doch Kunden, die ihr Geld verlieren. Dann schreiben die halt blöde Kommentare ins Internet. Dagegen kann man nichts machen. Das finden sie von jedem Finanzunternehmen. Das finden sie von jeder Bank und nicht von einem Finanzunternehmen. Gibt es extra Internetseiten, die damit werben, dass sie durch Betrug ergaunertes Geld von der Firma zurückholen? Das ist jetzt nicht besonders vertrauenserweckend. Okay, dann können Sie mir ja erklären, Frau Lutris, warum haben wir dann eine Registration bei der deutschen Finanzbehörde? Ja, das weiß ich ja nicht, ob Sie das haben. Ja, das können Sie ja auf der Homepage sehen. Rechts ist ja die Google Maps Mappe, da ist ja Europe FX, da steht Franklinstraße 28-29 in Berlin, Deutschland. Klicken Sie auf Website, ich kann Ihnen die Regulierungsbedingungen zeigen. Ich kann Ihnen das ja schwarz auf weiß zeigen. Naja, im Internet kann ja jeder alles schreiben. Ich will Ihnen was erzählen, was ich... Im Internet kann alle... Okay, Sie haben ja Europe FX Berlin gerade oben, ne? Ja. Okay. Schauen Sie kennen sich Sie mal die Fußballmannschaft Hertha BSC? Nee, ich hasse Fußball. Ja, 4,9. Ist das schlecht oder was? Rezession 4,9, ist das schlecht oder was? 4,2, aber so die neuesten, die da alle schreiben, Vorsicht, Betrug, das ist alles irgendwie komisch. Okay, dann steht halt bei Ihnen 4,2 und das ist eine schlechte Rezession, oder wie? Nee, aber dass da ganz viele Lutris, Leute schreiben, das Bewusstsein, Betrug, das nicht ist jeder schon seltsam. Also wenn ich auf die Seite von meiner Bank gucke oder hier vom, ja, vom die Klamottenladen, Geld verlieren. Da steht das nicht. Also drauf. Wenn Sie... Okay. Wenn Sie Ihr Geld verlieren, sagen wir mal, Sie zahlen 5.000 Euro ein und verlieren das, was schreiben Sie denn ins Internet? Dass es ein tolles Unternehmen ist? Oder schreiben Sie, dass das Unternehmen scheiße ist? Das kommt drauf an, und welchen Anteil Euro das Unternehmen daran hatte. Ja, Sie arbeiten ja mit dem Unternehmen. Also wenn ich jetzt in ein Aktienunternehmen 5.000 Euro investiere und mein Geld dann futsch ist, weil mir das Unternehmen sagt, ich habe in irgendeine Handelsposition gesetzt, die mir kein Geld eingebracht hat oder ich dadurch mein Geld verloren habe, dann gebe ich dem Unternehmen der Schuld. Immer sind die anderen schuld, ne? Das macht's einfach. Ja, ist ja so. Ist so. Also vielleicht sind Sie als Person nicht so, aber es gibt ganz viele, die so sind. Ja, das weiß ich. Kunden sind Arschlöcher. Ja. Ist so. Ja, nicht jeder. Ja, aber die meisten. Aber ich meine, man muss ja... Nein. Nein, auch nicht die meisten. Die meisten Kunden sind okay. Weil die fraglos das Geld rüberreichen, oder? Wie meinen Sie fraglos das Geld rüberreichen? Ne, ich merke, du bist, Frau Lutris, du bist total genervt. Sie haben sich bei ich uns. Frag hier ein paar Sachen, ihr seid alle total genervt. Nein, ich bin... Das hört man. Aber total. Ich bin nicht total genervt. Nein. Doch. Nein, ich bin nicht. Komm, lach mal, das tut gut. Nein. Da guck mal, jetzt hört man wieder ein Lachen in ja, der Stimme. Ich will Ihnen nur was zeigen, aber Sie wollen sich, dass ich... Ja, dann los, zeig. Ja, gut, aber Frau Lutris, ich will Ihnen was zeigen an. Und Sie wollen...
Die Webcam, wir können uns hier nicht über Webcam hören. Warum nicht? Ja, darum, weil ich nicht von dem Handy aus telefoniere. Wir telefonieren auf WhatsApp. Ja, hat euer Computer keine Webcam? Doch, natürlich hat er die, aber wie kann ich mit Kunden auf Video telefonieren? Warum nicht? Online-Office. Nee. Ich würde mir auch vorher was anziehen. Ja, aber das ist verboten. Ich würde mir auch Frau Lutris, was möchten Sie denn eigentlich? Geld verdienen. Ja, und woran hakt es denn dann? Na, dass hier überall steht, dass das Betrüger sind. Dann gehen Sie doch auf die Homepage kurz. Von den Anwälten, die schreiben, die holen das Geld zurück. Auf unsere Homepage, also auf die Homepage von EuropaFix. Jetzt hat er sich versprochen. Der freudsche Versprecher, kennst du das? Wer hat sich versprochen? Rainer Winkler. Hallo? Sind Sie auf die, ja, sind Sie auf die Homepage gegangen? Na klar. Okay, aber was sehen Sie dort jetzt alles? Da steht jetzt, in einem kostenlosen Erstberatungsgespräch schätzen wir den Schaden ein, der Ihnen durch EuropeFX entstanden ist und helfen Ihnen bei der Rückerlangung der rechtswidrig einbehaltenen Gelder. Soll ich da drauf drücken? Frau Lutris, ich habe Ihnen gesagt, wo Sie drauf drücken sollen, okay? Ich brauche mich doch nicht 20 Mal zu wiederholen. Na doch. Ein bisschen Grips haben Sie auch in der Birne. Ja, ich mag deine Stimme. Wenn ich Ihnen 20 Mal sage, gehen Sie auf die Homepage von EuropeFX, brauchen Sie. Ja, ich mal. Ist ja okay. Hast du OnlyFans? Freut mich für Sie. Nein. Warum nicht? Du könntest Hörbücher vorlesen, so erotische. Warum nicht? Darum. Na, okay, okay. Doch, Sie brauchen nicht Ihre Stimme zu verstellen. Warum nicht? Sie brauchen nicht Ihre Stimme zu verstellen. Warum nicht? Hey. Lutris, was wollen Sie eigentlich? Geld. Ja. Ja, und was machen Sie gerade? Lesen. Was? Nee, Sie lesen nicht. Sie reden über OnlyFans und was weiß ich was. Ja, natürlich. Darf man doch mal fragen. Das war sowas, ja, früher, ja, die Visitenkarte war, ist heute OnlyFans. Naja, das kann man nicht mal, das fragen Sie mal. Ja gut, das interessiert mich aber nicht, was früher war und was jetzt ist. Das ist nicht mein Problem. Ich habe damit nichts zu tun und das ist nicht Thema zur Sache. Das war ein Kompliment. Wir reden über das, über was wir reden sollen. Ich empfange sowas nicht als Kompliment. Warum hat denn die Frau da so geschrien? Ich weiß nicht. Soll ich Ihnen die Seite mal zeigen, wo das steht? Ich bin mit Ihnen gerade im Gespräch, deswegen. Können Sie mal gucken, www. Was denn? Geben Sie mal was ein. Was wollen Sie mir denn zeigen? www. Ja. Kaufmann? Ja. Emil Kaufmann? MarthaAnton.net. Emil Kaufmann. Martha Anton, also Ekma oder was? Kekma.net. Da steht das drauf mit Bildern und allem. Evangelische Kirche Mannheim kommt hier bei mir. Was? Kekma.net. Bei mir kommt Ja. Und hier kommt Evangelische Kirche in Mannheim. Willkommen. Kaufmann, Emil Kaufmann, Martha Anton. K-E-K-M-A. Da ist nichts mit Kirche. Was ist denn das? Bei mir kommen verschiedene Beiträge raus. Verschiedene Beiträge? Oben bei Google eingeben, ja. www.kekma.net. Und da steht das alles drauf. Ja, hab ich, aber da kommen so verschiedene Sachen. Ja, da können Sie das selber was mal lesen. Was steht da drauf?
Na, was ich eben vorgelesen habe. Hier kommen irgendwelche YouTube-Kanäle raus. YouTube-Kanäle? Da kommt nichts über Europafix raus. Da haben sie das falsch geschrieben. Ja. K-E-K-M-A. Ja, .net. Ja, hab ich. Und da kommt das raus, was ich Ihnen gesagt habe. Das ist ja seltsam. Also ich bin da jetzt gerade drauf. Da ist das seltsam? Da bin ich jetzt wieder bei diesen Beiträgen. Da sind keine Videos. Ich habe es ganz normal in Google eingegeben und da kommen verschiedene Beiträge raus. Nichts über Europafix. Da ist nicht mal eine Homepage. Haben Sie auch www davor geschrieben? Was ist Checkma? Nee, nicht auf die Suche. Oben in die Adressleiste. Ja, hab ich. Ich weiß schon, wo ich das eingeben soll. Naja, scheinbar nicht. Das war ja aber Google Suche. Da kommt dann, was ist Keckma.net? Ich habe diese Seite besucht und herausgefunden, dass Bilder auf der Seite Keckma sind nur Maskenbilder und Videos. Dann sind so YouTube-Verlinkungen. Maskenbilder? Du musst irgendwas falsch sagen. Ja, das steht hier. Ja, aber das ist ja nicht die Seite, sondern dann irgendein Google-Kram. Ja, aber wenn ich in die Seite oben eingebe, dann kommen nur Suchergebnisse raus, weil da steht Suchergebnisse nicht gefunden oder Website nicht gefunden. Ich bin gerade drauf, also die ist keine live. Homepage. Dann liegt das bei Ihnen im Internet, das Problem. Ja, das kann sein, dann ist bei mir im Internet das Problem. Das ist schade. Also bei mir kommt es nicht raus. Es tut mir herzlich leid. Wieso, was kommt da raus? Nee, ich hätte Ihnen das gern selber gezeigt. Ja, aber ich kann es ja nicht aufmachen. Ja, deswegen kann ich es Ihnen jetzt ja nicht zeigen. Das finde ich schade. Und Sie wollen mir nicht sagen, was da rausgekommen wäre, oder was? Ne, ich habe Ihnen den Text doch vorgelesen, dass die da das Geld zurückholen für die Leute, die da das Geld verloren haben. Cyber Recovery Group. Wie soll man das Geld holen, was man in Aktien investiert hat und verloren hat? Wie wollen Sie denn das zurückholen? Na, auf dem Rechtsweg, das sind Rechtsanwälte. Ja gut, die können das aber nicht zurückholen. Die können die Rechtsanwälte auch, was weiß ich, sein. Naja, Was hat ein Anwalt eine höhere? Ich sag mal, ein Anwalt hat eine höhere Anforderung, sich Anwalt zu nennen, als diese Europe-FX-Figuren mit ihrer Kioskbetreiberlizenz von der SciSec. Von daher glaube ich einem Anwalt eher. Ich glaube nicht. Ne, das glaube ich nicht auch. Ihr habt es ja mit Recht und Gesetz nicht so. Anwälte mögt ihr ja nicht. Doch, natürlich. Ich habe doch selber Anwalt. Total seriöses Verkaufsgespräch. Ja. Also, wir haben sie nach einer Minute nicht seriös genommen. Aber dafür streame ich jetzt schon eine Dreiviertelstunde. Danke. Ja, wir haben gerade Zeit. Das höre ich, dass ihr gerade Zeit habt. Ja, freut mich, dass Sie das hören. Und wie viele Leute hast du heute schon ausgenommen? Ist privat. Ja. Datenschutz. Ich verweigere die Aussage aufgrund der Gefahr, mich selbst zu belasten, wäre die passendere Antwort gewesen. Ach was, nein. Doch. Ich kann mich selbst belasten. Ich kriege was denn? Ne, wegen dem ganzen Quatsch, den ihr da macht. Doch. Nee. Und wie lange zockt ihr heute noch ab? Sieh mal noch Quatsch, die haben nichts Besseres zu tun. Wir zocken nicht ab. Das Unternehmen ist registriert. Wir zocken gar keinen ab. Gehen Sie sich bei der BaFin beschweren. Worüber soll ich mich bei der BaFin beschweren? Dass ihr den Leuten Quatsch am Telefon erzählt? Ja. Nee, dass wir bei denen registriert sind. Die BaFin hat ja nichts mit zu tun. Das ist eher ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Doch, das ist ja die Finanzbehörde. Die sagt, ja, können Sie doch auch gerne machen. Bestimmt kommen Sie da weit. Ne, die kommen ja nicht nach Zypern rüber. Deutsche Firma mit Sitz in Berlin, die in Lima soll auf Zypern sitzen, wie die ganzen anderen Betrüger dieser Branche. Ja, genau, dann sollen sie nach Berlin gehen. Wie viel Geld haben Sie denn verloren, dass Sie so abgefuckt sind? Überhaupt nichts. Ich will Leute da davor bewahren, dass sie was verlieren bei euch und dem ganzen anderen Pack da. Und was hilft Ihnen das, wenn Sie uns anrufen? Naja, das steht dann auf YouTube und dann wissen die Leute, wie diese Masche funktioniert und fallen nicht drauf rein.
Aha, wie viele Abonnenten haben Sie denn? 60.000. Die Leute schreiben hier auch gerade, dass sie deine Stimme total mögen. Ja. Auf jeden Fall haben Sie 60.000 Abos. Ja, natürlich. Quadratus fragt, ob du für ihn Kinderhörbücher aufnehmen würdest. Und Tabasco-Fanatikerin fragt nach einer Beschreibung von dir. Sie würde dich Gerne. gerne malen. Bist du W oder M? Hallo? Nichts. Nichts? Nichts von beiden. Ja, das ist ja Ja? sehr modern momentan. Nee. Sonst so, wie alt bist denn du? Alt genug. Alt genug wofür? Hast du schon einen Führerschein oder nur den für den Deo-Roller? Um alles zu machen. Um alles zu machen, Nur den von Deo-Roller habe ich. Oh, das tut mir aber herzlich leid. Aber du brauchst es wahrscheinlich auch so, so wie das bei euch das Geschrei ist, ist da bestimmt immer dicke Luft. Sardinenbüchse. Kauft euch mal ordentliche Ach was. Headsets. Ach was. Geh du mal aus deinem Zimmer raus. Nee, ich sitze in meinem Statt dich zu meinem Arbeitszimmer. Was soll ich Monitor zu denn hocken. da? Was soll ich um die Zeit denn machen? 19 Uhr, Mann. Ludris, viel Glück mit deinem YouTube-Kanal. Ich wünsche dir das Beste. Hoffentlich schaffst du 6 Millionen Abonnenten und noch mehr. Möchtest du jemanden Und grüßen? zerreißt das Ding auf YouTube. Und nee, ich will gar keinen grüßen. Danke Ja, trotzdem. hast keine Freunde, ne? Und Familie ist auch pissig, dass du so einen Job machst. Ja, leider. Was soll man machen? Ehrliche Arbeit. Ich hätte noch eine Manchmal ist das Stelle Leben für hart. Toiletten putzen. Gib mir noch mal deinen Kollegen, ich verarsche den noch ein bisschen. Warte, hör auf, blöd.